Nächster Halt, Kiel. Der Infocast Kiel. Hallo und herzlich willkommen zum Kieler Infocast. Mein Name ist Sascha Nossol und ich fasse heute für euch die Lage in unserer Stadt zusammen. Lasst uns direkt einsteigen. Kiel in 100 Sekunden. Die Gemeinderätinnen und Räte aus Straßburg und Kiel haben sich am Montag zu einer gemeinsamen Sitzung getroffen. Dabei wurde über eine ganze Reihe rheinübergreifender Projekte gesprochen. Die Stadt Straßburg hat einen Stufenplan vorgestellt, um die Avenue du Rhin künftig einspurig zu führen. Dadurch soll unter anderem die Luftqualität gesteigert und die Lärmbelästigung für Anrainerinnen und Anrainer reduziert werden. Die Avenue du Rhin verbindet die Europabrücke mit dem Parc de l'Étoile. Rund 21.200 arbeitende Menschen nutzen die Strecke und müssen sie auch weiterhin nutzen können. Für den Straßburger Hafen ist die Avenue du Rhin ebenfalls von Bedeutung. Hier weitere Projekte, über die in der gemeinsamen Sitzung gesprochen wurde. Im nächsten Jahr wird Straßburg zur ersten französischen UNESCO-Welthauptstadt des Buches. Dazu soll es auch einen grenzüberschreitenden Programmteil geben, an dem eine Beteiligung Kehls vorgesehen ist. Zusätzlich könnte es eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Sachen Wochenmärkte geben. Mehr zur gemeinsamen Gemeinderatssitzung könnt ihr auf kehl.de nachlesen. Der Glasfaserausbau auf der Insel ist beendet. Nun widmet sich die Telekom dem nächsten Ausbaugebiet nördlich bis zur Kanzmattstraße. Dort können künftig bis zu 3600 Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Die Stadtverwaltung nutzt die Glasfaserverlegung dazu, gleichzeitig Ausbesserungen an den Gehwegen und Fahrbahnflächen vorzunehmen. Allein auf der Insel hat die Stadt rund 80.000 Euro in die Sanierung investiert. Mehr zum Glasfaserausbau in der Rheinstadt lest ihr in Kürze auf kiel.de. Heute hängt vor dem Rathaus eine Flagge in Regenbogenfarben. Dieses Symbol für Diversität und Gleichberechtigung ziert nicht zufällig an diesem Tag die Front des Rathauses. Denn es ist der 17. Mai, also der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Zu diesem Anlass wollten heute nicht nur die Stadt, sondern auch Kehler Schülerinnen und Schüler bei einer Aktion mit Straßenmalkreide vor dem Kulturhaus ein Zeichen setzen. Gegen eine kleine Spende wurden auch Ansteckbuttons, Aufkleber und Regenbogencocktails verteilt. Ziel der Jugendlichen war, mit der Aktion mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit für die Gemeinschaft zu schaffen. Das Bürgerfest am vergangenen Samstag war ein voller Erfolg. Auf der Marktplatzbühne wurden den Tag über unterschiedliche Bürgerinnen und Bürger für ihre Leistungen geehrt. Doch auch neben der Bühne gab es einen Hingucker, denn auf einem über 11 Quadratmeter großen Display wurden die neuesten Filme rund um unsere Stadt, die technischen Dienste und die Feuerwehr präsentiert. Wer diese Videos nicht gesehen hat oder sie gerne nochmal sehen will, kann das natürlich immer noch tun. Auf dem städtischen YouTube-Kanal, der übrigens regelmäßig mit neuen Inhalten bespielt wird, könnt ihr euch alle Filme ansehen. Und lasst auch gerne ein Abonnement da. Genauer beleuchtet. Es geht Schlag auf Schlag. Auf das Bürgerfest folgt am Donnerstag der Mesti. 180.000 Besucherinnen und Besucher erwartet man vom Himmelfahrtstag bis zum Sonntag. Freuen können sich diese unter anderem auf 110 Verkaufsstände, eine Partymeile und jede Menge Live-Musik von unter anderem Elsass Power, Corinna Starr, Geri dem Klostertaler, Cream of Clapton sowie Schnipposa. Die Vorfreude auf das größte Volksfest der Ortenau macht sich auch bei Oberbürgermeister Wolfram Britz bemerkbar, der bereits einen Blick in die Zukunft wagt. Ich freue mich, dass ich nun schon zum zweiten Mal zusammen mit den Verantwortlichen des Cityforums das Fass anstechen darf. Dem Kehler Einzelhandel ist es wieder gelungen, ein beeindruckendes Programm auf die Beine zu stellen. Dieses Jahr wird es der letzte Mesti sein, den das Cityforum organisiert. Doch es gibt keinen Anlass für Traurigkeit. Im kommenden Jahr übernehmen wir als Stadt Kehl die Organisation des Kehler Mestis. Federführend wird dies beim Marketing angesiedelt sein. Ich bin überzeugt davon, dass der Mesti die Kraft hat, die Menschen in Kehl und darüber hinaus miteinander zu verbinden, wie er dies schon seit vielen Jahren tut. 239.500 Euro stehen ab 2024 von städtischer Seite für den neu ausgerichteten Mesti zur Verfügung. Das hat der Gemeinderat im vergangenen November beschlossen. Was sich in Zukunft ändern wird und was nicht, das wird derzeit noch im Rahmen der Bürgerbeteiligung geklärt, die bereits im vergangenen Jahr gestartet ist. Wer will, kann immer noch einsteigen. Der nächste Workshop ist für den 19. Juni ab 18 Uhr im Kehler Kulturhaus geplant. Kommen Sie vorbei, beteiligen Sie sich, bringen Sie Ihre Ideen mit, damit wir auch 2024 einen gelungenen Mesti feiern können. So der Appell von Oberbürgermeister Wolfram Britz. Weitere Infos zum Programm, zu den mit dem Mesti einhergehenden Sperrungen und zum Mesti-Bus findet ihr auf kiel.de. Und zum Schluss
Zum Abschluss des Infocasts geht ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer raus. Euch hat unsere Podcast-Folge gefallen? Ihr habt Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns eine E-Mail an pressestelle@stadt-kiel.de. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Vorbeischauen bzw. hören lohnt sich. Sascha Nossol, der Infocast Kiel.